Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tiller und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute soll es um den ersten Great Vault aus der Dragonflight-Expansion gehen und ich würde sagen, wir machen den mal auf. Ich war letzte Woche, ja, halbwegs fleißig, bin ja hauptsächlich am Collecten aktuell, aber ich habe zumindest meine 8 Mythic Plus Instanzen gemacht und ich war auch im Raid ein bisschen unterwegs, heißt, wir dürften einige Slots rauskriegen. Ich war jetzt nicht super hoch, ich habe ein paar Random Keys gemacht, alles 10 aufwärts einmal für ein bisschen Grundscore und im Raid war ich im NHC und habe da bis auf den Endboss quasi random alles mitgenommen. Also jetzt nicht krass, aber ich hoffe, ich kriege einiges an Loot raus. Ich bin jetzt aktuell so bei 93er Gear. Und ja, mal gucken, was wir rauskriegen. Also ich glaube, im 14er habe ich war das Höchste, was ich gemacht hatte. Der war aber leicht depleted. Jetzt schauen wir mal, was wir drin haben. Also wir haben einige Slots ausgefüllt. Und ja, warte mal, was haben wir hier drin? Eine Waffe mit Versa und Mastery. Ich glaube fast, die werde ich nehmen. Die sieht schon mal sehr schön aus. Also es ist jetzt halt nur, ne? 408, ne? Das würde noch wesentlich mehr gehen, aber die Waffe sieht schon mal nice aus. Was haben wir dann da? Dann haben wir einen Kopf, der hat kein Versa drauf, 405, und Handgelenke, die sind bloß 398, die haben auch kein Versa drauf. Also allein, wenn wir jetzt mal das Item-Level ausblenden, ist der Stab eh am besten. Erstmal, weil es eine Waffe ist, klar, ist eh das Beste, was man kriegen kann vom Slot her, und er hat Versa drauf, Mastery ist auch ganz okay. Versa-Tempo wäre besser, aber Mastery ist gut. Und was haben wir hier oben? Hier hätten wir einen Hals mit einem Haufen Versa, aber der ist halt bloß 3,89. Dann hätten wir Set-Handschuhe und die Set-Hose wäre da noch. Aber ich habe mir das Set mal durchgelesen und ja, weiß ich nicht. Also das ist nice to have, das Set, aber es ist jetzt nicht ultramäßig krass. Also ich muss jetzt nicht unbedingt alle Set-Teile haben. Wisst ihr, was ich meine? Also das ist so, okay, ist ganz nett. Da können wir ein bisschen mit Zerfleischen spielen. Klar, das ist einer der Main-Spells, aber da ich halt hauptsächlich im Plus spiele und es viel AE-Schaden ist, ist das gar nicht so relevant. Klar, mit einem Zweierset-Boni können wir Zerfleischen 30% ein bisschen AE cleaven. Das ist nice, aber jetzt nicht übertrieben gut. Und aufspießen, das ist dieser Proc, ne? Wenn wir das mit Zerfleischen reinhauen, kriegen wir ein bisschen extra Heilung. Ist auch nice to have, aber jetzt auch nicht übertrieben krass. Also der Set-Bonus haut mich jetzt nicht aus den Latschen. Ich würde sagen, ich nehme diesmal den Stab und den Set-Bonus, das kann ich ja mir über die lange Sicht zusammenbasteln. Also hier Zweihandwaffe und dann holen wir uns das mal. Zusätzlich gibt es noch irgendeinen Edelstein. Ach, für die Quest, ja richtig. Und ich kriege einen 13er Key, weil ich letzte Woche einen 15er gelaufen bin. Was kriegen wir denn für einen schönen Key? Schatten und Grabstätte. Ja, die fand ich eigentlich gar nicht so schlimm. Außer den ersten Boss, wenn man es ein bisschen verkackt hat, wie ich letzte Woche. Gut, es ist jetzt ein ordentliches Upgrade, weil Waffe habe ich, wie ihr seht, relativ low, 382. Jetzt hier auf 408. Man hätte vielleicht auch noch einen höheren Key machen können letzte Woche, aber naja, wie gesagt, ich bin hauptsächlich am Collecten und dementsprechend jetzt nicht krass am Gieren. Ich bin eh schon halbwegs stolz auf mich, dass ich dementsprechend... Ach, hier kann man die Dinger schon mal umtauschen gegen Sockel, oder? Bin schon eh relativ stolz auf mich, dass ich meine 8 Keys gelaufen habe, dass sie im Raid war, ne? Da passt das schon. Gut, jetzt haben wir hier eine ganz nette Waffe. Ich gebe noch die Quest ab. Mal gucken, was wir da drüber kriegen. Also wahrscheinlich gar nichts Tolles, aber es gab letzte Woche ja schon diese Quest, dass man dementsprechend die Schatzkammer ausräumen muss. Was bringt das jetzt? 28 Gold. Ja, gut, die Quest war wahrscheinlich eher so als Hinweis, hey, da ist was, mach das mal auf. Sollen wir uns mal angucken, wie die Waffe aussieht? Ist das irgendwas Tolles? Warte mal, kann ich die nicht irgendwie hier... Ach, ich habe den Key zum Waffe ziehen, habe ich gebindet. Also wird das schon mal nix. Gut, nichtsdestotrotz, denke ich mal, ist der Loot halbwegs gut. Also ich bin auf jeden Fall zufrieden mit meiner Waffe. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so rausgekriegt habt. Für den ersten Vault ist ja immer am wichtigsten am Anfang, ne? Da kann man immer coole Sachen rausziehen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Tiller, bis zum nächsten Mal. Ciao.